Hi. Nach dem Intro zeige ich euch, wie ihr mit einem Smartphone den Fire TV Stick ohne Fernbedienung bedienen könnt. So, also ich benutze die Funktion mit der App meistens, wenn ich meine Fire TV Stick Fernbedienung mal verloren habe, was gar nicht mal so selten vorkommt. Und ich zeige euch auch, wie ihr es machen könnt. Ihr müsst im App Store nach Fire TV Stick oder Fire TV suchen. Dann ist das hier die offizielle Variante von Amazon. Seht ihr hier oben in dem Bereich. Die öffnen wir dann einmal. Und dann haben wir hier direkt die Übersicht. Hier unten seht ihr dann entweder mehrere oder nur einen. In dem Fall ist das direkt schon mein Fire TV Stick. Wir tippen einmal drauf. Dann habt ihr hier ein Feld, um Code einzugeben. Und auf dem Fernseher habt ihr dann einen Code. Das heißt, wir tippen den einmal schnell ab. Und dann sollte er auch schon verbunden sein. Das heißt, ihr könnt in diesem Feld, das ist so ein Swipe-Feld, sage ich mal, könnt ihr swipen und der Fire TV Stick macht das, was die Fernbedienung auch immer sonst machen würde, nämlich das Ganze bedienen. Wir gehen jetzt beispielsweise hier mal auf YouTube. Denn hier seht ihr, ihr habt einmal den Zurückknopf, aber auch beispielsweise den Home-Knopf, wie bei der echten Fernbedienung. Was ihr aber beispielsweise noch mehr habt, ist ein Suchfeld hier oben, beziehungsweise eine Tastatur. Das kann man ganz gut benutzen, beispielsweise in YouTube. Wenn wir mal hier drauf sind und dann die Tastatur benutzen, dann könnt ihr nämlich hier sehr schnell Sachen abtippen, wenn wir nicht noch was anderes vorher eingetippt hätten. Viel schneller eintippen als mit der normalen Fernbedienung. Und dann können wir hier auch wieder zurück und ein Video anklicken. Und dann habt ihr hier im Bereich auch die Mediensteuerung. Das heißt, ihr könnt stoppen, ihr könnt vorspulen, ihr könnt zurückspulen. Ihr könnt hier runtergehen, alles machen wie normal. Und das finde ich echt ganz cool. Ist kostenlos, geht echt easy zu verbinden und ist echt einfach. Ich kann es nur empfehlen, wenn euch das Video gefallen hat, dann empfehlt das doch gerne weiter oder gebt einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal für mehr. Mich würde es freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!